Hallo zusammen, in der Reihe Coop Carnage spielen wir heute für euch das Spiel Sanctum 2, einem Tower Defense und First Person Shooter in einem. Viel Spaß dabei! Wir werden routinierter. Ja. So, hier vorne ist aufgerüstet. Wie aus, es ist die alte Basketballregel. Defense starts offense. Let's get started. Haben wir noch Punkte? Ja. Ich nicht mehr. Go. Ich habe mal hier vorne die Kanone 50 noch eingesetzt. Ich weiß ja nicht, seht ihr das von mir, was das für so eine Hammerkanone ist? Ich sehe auf meinem Bildschirm so gut wie nix. Riesenteil. Ja, ich sehe. Rechte Bildschirmhälfte ist nur die Kanone. Wow, da kommt ja was ganz Schnelles. Nice. Ah ja, lass die ruhig hier in der Gauntlet rein. Ach, wie großartig. Sieht super aus. Ups, jetzt bin ich auch am Strand. Wie bist du da hochgekommen? Links, links, links. Oh, Runde vorbei, geil. Ah. So, die Kanone hat mal hier. Ich habe die Kanone hier aufgerüstet. Jawohl. Ich mache hier noch den Verlangsamer auf Stufe 2. Ich hab da hinten das Longrange-Ding ist reingesteckt. Oh, keine Punkte mehr. Hey, ich bin noch gar nicht auf meinem Sniper-Spot. Ach, scheiß drauf. Wieso haben wir jetzt zwei Verlangsamer direkt nebeneinander? Das darfst du mich nicht fragen. Ich hab keinen gebaut. Wahrscheinlich wird gebremst, hält besser. Ich kann sie nicht bauen. Ja, die kommen hier sowieso nicht durch. Ah, die werden voll weggeblasen. Boah, ich auch schon wieder. Meine Kanone hat so einen Rückstoß, dass ich dann immer hinten rüberfliege. Oh, sind welche durch? Ja, sind welche durch? Die haben. Oh snap! Ich habe. Ja, hier hinten müssen wir noch ein bisschen Verteidigung machen. Hinten braucht man wahrscheinlich noch verlangsamen oder sowas. Ups! Yeah. Ja, das Elektrozeug, das mag er nicht so. Wow. Ah, ja klar, die hinteren MGs, die sind ja nicht geupgradet. So. Hier hinten müssen wir eigentlich noch einen Verlangsamer hinmachen, aber beziehungsweise wir müssen vorne noch härtere Damage reinfahren.
Wir sollten vielleicht einen der Verlangsamer mal da rausnehmen, oder? Warum sind das so viele Verlangsamer? Ich weiß es nicht. Wer macht das alles dahin? Wahrscheinlich der Kuse und sich ja, genau, ich hab keine Ahnung. Warum überhaupt? Und kann sein, dass ich das war, dass ich den Block gesetzt habe, inklusive. Oh, ey, ich hab Punkte noch hier in die Kanone gesteckt. Noch 40, dann ist sie voll. Ja, halt immer die jetzt, die dann doppelt machen können, die hinteren hier, ne? Den muss man noch ein bisschen upgraden. Aber ich hab 0. Ja, ich hab auch nichts mehr. Also ready. Hm, 6 Flieger. Und ein gepanzerter. Yeah, ach. Butt fight. Harry, du Steinding. Harrys liebste Waffe, ein Batarang. Oh, ist der schlecht. Mach mal mit dir zusammen die Flieger und dann schon dabei. Okay. Ich mach die Flieger, ja, und mein Missiles. Was ist nur noch der Dicke? Okay. Ja, jetzt alle auf den Dicken, ne? Ja. Ja, ich mach da fast keinen Schaden. Na, mit den Waffen, die ich hab. Jawohl, ja, kein Problem, okay, kein Problem. Sieht doch gut aus. Ah, jetzt kommen deine Lieblingsmonster wieder, Huggy. Die Penisse. Oh Gott. Ah, ja. Hier den Blitzschlag, den müssen wir aufrüsten. Viel zu niedrig. Achso, ja. 75. Ja. Top. Das ACP ist auch fast voll. Also ich könnte noch einen Drohnen-Ding bauen. Ich weiß nicht wo. Vielleicht hier vorne an der Ecke? Was könntest du bauen? So ein Drohnen-Ding gegen Gepanzerte und sowas, gegen große. Ja? Gleich am Anfang irgendwo oder so? Ja, hier in der Ecke. Wo sie eher leer kommen. Hm? Weil wir können eh nur noch zwei. Zwei können wir noch machen, ja. Man muss hier aufgerüstet werden. So, keine Punkte mehr. Good to go. Okay, let's go. Eieiei. Ich mach die Flieger. Ja, okay. Guck, dass ich irgendwie die Penisse kriege, obwohl ich die überhaupt nicht mag. Und um deine Frage zu beantworten vom letzten Mal, Kuso, die Türme greifen die Flieger an. Sie müssen nur in Reichweite sein. Oh, der knippt einer durch, ey. Ey, der cheatet. Der hat gerade durchgeknippt, sie rascht aus. Der hat angeschwungen, der hat mich angeschwungen und weiter. Also das wirkt irgendwie sehr befremdlich, wenn du das sagst. ganz scheiße wirkt das, ey. Ach, geht doch. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn es wieder heißt Co-op Carnage mit Sanctum 2.